Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Oh, ich sehe da schon wieder neue Luftballons zum Zerplatzen. Das mache ich auch direkt. Liegt ja eh halbwegs auf dem Weg. Deswegen mache ich die jetzt fertig. Erfolge sind Erfolge, ne? Da unten ist auch wieder eine Mehrlingsprüfung. So, halbwegs hierhin. Zwei. Drei. Vier. Wo ist Nummer fünf? Rebellion. Wo ist Nummer fünf? Nummer fünf? Also das und dann ein Plan. So. Aber ist for real, wo ist jetzt der fünfte Luftballon abgeblieben? Ah, da. Dann ist hier noch eine Mehrdienstprüfung, die mache ich dann auch direkt mal. So. Gespannt, was hier meine Aufgabe ist. Also. Wo sind denn die anderen? Rebellion. Ja. Sind das nur die zwei? Bombarde. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Scheinbar gibt es noch irgendwo einen dritten. Die Frage ist dann nur, wo. Ach, da hinten. Oh Gott. Ich glaube, dann ist es einfacher, wenn ich hier stehe. Rebellion. Oder nicht? Rebellion. Contrigo. Oder ich muss... Aber ich kann es dann so nicht machen. Ich bin verwirrt. Rebellion. Kommt von so aus da dran. Bombarda. Warte mal, wenn ich hier so stehe. Komme ich da dran? Komme ich... Rebellion. Aber da nicht mehr dran, oder? Bombarda. Contrigo. Doch, komme ich. Okay.
komme ich da nicht mehr dran? Alter, was ist das hier für... Ich komme da nicht dran. Hallo. Na, geht doch. Ein bisschen schütteln. Hat überhaupt nicht wehgetan. Na gut, dann machen wir doch mal etwas mit der Story weiter, ne? Wir sind ja hier am Eingang. Gibt's hier irgendwas? Drei Eier der Schwinderinnen. Mehr Eier. So, dann starten wir doch mal die Quest, ne? Ein Freund der Kobolde Gag spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdcott of Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Aber sie hatten keine Wahl. Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Es scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit 5 Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgenack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund Amit. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Ich, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf.
Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Erzählen Sie mir über die Tür, bitte. Sir Lodgok. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Wir sind bereit. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. So, dann let's go, Amit. Zum Glück sind wir nicht alleine. Da sind noch ein paar Eier der Erschwinderin. Ach nein, haben wir ja schon mitgenommen. Hey, kurzer Gedächtnis des Grüßen. Aber das können wir nicht. Natürlich. Ah, da bist du, Amit. Okay, ich dachte schon, du Diese lässt mich Tür im Stich. Beobachtet uns. Das Auge der Mine. Hallo, ich drücke doch X. Hallo? Geh doch. Nein, ich hab Y gedrückt. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Revelio. Wenn wir schon mal hier sind. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. So, dann komm, Amit. Ich denke mal, wir machen uns lieber unsichtbar. Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Ja, Amit, es wäre aber schön, wenn du ein bisschen ruhig bleiben könntest. Revelio. Wir müssen da lang, aber hier ist ja auch noch was. Ach hier. Habe ich nur für die Tasche gemacht. Läuft, würde ich mal sagen. Revelio. Ich habe von solchen Minen gelesen. Aber hier ganz anderes. Also Amit scheint es jetzt zu gefallen. Aber warte, bis ich... Oh, kommst du mit? Das stimmt, gehört haben. Ich bring dich hier heil wieder raus. Wachdienst. Revelio. Ist jemand da draußen? Nur eine Frage der Zeit, dass Renrock für Ordnung sorgt. Ja, und so passiert dann halt eben, ne? Action. Ja. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Revelio. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich bin
herumschleichen. Wir werden beobachtet. Von einer Tür? Ja, von der Tür. Kann ich hier hoch? Ja, aber hier ist nichts. Kommst du mit? Confino. Revelio. Suche nach Hinweis auf Rocks Plan. Hm. Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du dich so freust. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Hm. Revelio. Revelio. Hier scheint schon mal nichts zu sein. Gehen wir erstmal hier unten lang. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Uiuiui. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Ich glaube, wir gehen erstmal lieber woanders hin. Zum Glück, dass Sebastian nicht dabei ist. Der würde alles klein und kurz hauen und uns verraten. Bist du ja. Dafür wirst du bezahlen. Warum ist das explodiert? Revelio. Das finde ich jetzt nicht so super. Noch mehr Pläne. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Das können wir tatsächlich nicht. Ist hier noch was? So, jetzt sind wir hier wieder unten, ne? Genau. Revelio. Da muss man jetzt wohl über übel mit den anderen kämpfen. Finde ich jetzt nicht so super. Wer ist da?
Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderes. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Kommt so nicht hoch, also muss ich wohl oder übel umsteigen, als gäbe es kein Morgen mehr. Nun bald werden wir das nächste Behältnis finden. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Noch ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Ja, das ist wohl wahr. Bewegung. Bombarda. Komm, Fringo. Hier ist sonst noch was. Da hinten ist was. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Ne, hier komme ich nicht rein. Also von der anderen Seite. Da oben scheint eine Truhe zu sein, die hole ich mir noch. Der Powertränke. Nice. Haben wir schon mit der 17 an der Zahl. Okay, von hier aus komme ich nicht an die Truhe ran. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Amit folgt uns noch, das ist gut. Teufelsschlinge. Das wird übel, wenn wir nicht aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht darin verfangen. Lumos. Lumos. Ich bin leise. Revelio. Revelio. Hier sind eher nur Zutaten, ne? Lumos. Ganz schön düster die Höhle. Hallöchen, ist jemand zu Hause? Hallo. Schnell weg hier. Dachte, ich hätte was gehört. War wohl mein Magen.
Menschen werden ausgemerzt. Meinst du das? Bist du dir da wirklich sicher? Na, warte. Wie gibt es denn hier noch? Ach, schön. Das waren sicher die letzten Amid. Ach, die letzten? Okay, das hört sich doch gut an. Wenn das die letzten sind, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hogwarts Legacy. Bis dahin, tüdelü.